So, da sind wir wieder. Und wir werden uns jetzt ins Gemetzel stürzen. Da drin wird wahrscheinlich wieder alles neu sein und alles auch frisch und gut und tralala. Und deswegen werden wir mal schauen. Irgendwie meine Tastatur liegt gerade ein bisschen komisch. Ja, ihr wisst ja, wie das immer sein muss mit diesem Komfort-Geraffel, damit man sich auch wohl fühlt beim Monstermetzeln. So. Und wir suchen jetzt quasi im Prinzip. Da geht's nach oben. Nach oben will ich aber eigentlich gar nicht. Eigentlich will ich ja nach unten. Aber wir können ja trotzdem mal hochgehen und schauen, was da oben. Okay. Das war jemand anders. Was da oben eigentlich ist. Okay, Hallen der wachsamen Berührung. Wie da rein muss. Ich speichere mal kurz. Entschuldigt bitte. Ich weiß, es kostet alles Zeit und so weiter und so fort, aber ich bin einfach so neugierig. Da werde ich jetzt natürlich gleich wieder angegriffen. Offenbar nicht. Noch ist da niemand, der mich verfolgt. Ich finde es übrigens interessant, dass ich die Karte schon wieder ein bisschen kenne. Da ist schon wieder so ein Flüsterschrein. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass ich bisher, ja, noch keinem Monster begegnet bin. Wobei sich das hiermit geändert hat. Und wenn ich zurückgehe, dann laufe ich doch sicher einem Monster gleich in die Arme. Die laufen und ziehen doch hier ihre Runden, wenn ich das richtig sehe. Ich bin natürlich völlig falsch, weil ich eigentlich ja nach unten muss und nicht nach oben. Aber ich bin natürlich trotzdem gespannt. Also an und für sich bin ich einer, ja, der sagt, ich gehe erstmal überall anders hin und dann erledige ich die Aufgabe, damit ich erstmal sauber habe und alles. Aber ja, wir werden es mal sehen, ob das was bringt. Oh. Die halten was aus, soweit ich das weiß. Naja. So, stirb. Schön. So, den kann ich entsorgen. Meine Schleichfertigkeit ist auf jeden Fall besser geworden. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Gefällt mir ganz gut. Ich muss mich schon wieder räuspern, aber ich werde es jetzt einfach mal versuchen zu unterdrücken. Einfach weil ich jetzt hier natürlich gerade in einem. Okay. Damit sind wir im Prinzip einmal rum. Da drin jemand? Ach, den habe ich auch schon getötet. Okay. Den hatte ich schon getötet. Das heißt, ich war hier oben schon. Das ist ja mal faszinierend.
Aber hier geht's schon wieder nach oben. Wieso denn dauernd nach oben? Ich will doch gar nicht nach oben. Da gibt's einen Speer. Da gibt's einen Tisch. Und da oben gibt's eine Tür, die wohin geht? Nach Kogarun. Das heißt, da oben komme ich ja wieder raus. Was ich ja eigentlich gar nicht will. Ich will ja nicht wieder raus. Ich mach's trotzdem mal auf. Ah. Wo läufst denn du hin? Das war ein Träumer, soweit ich das sehe, ne? Ja. Naja, muss ich eigentlich alles nicht mitnehmen, ganz ehrlich. Korpusfleisch. Das können wir vielleicht mal mitnehmen. Warum auch immer. Und diesen Eisendinger, den brauchen wir eigentlich nicht. Der wiegt bloß ewig und... Also ich meine, da habe ich ja auch selber noch welche. Ja komm, die sind ja auch nichts wert. Das ist ja lachhaft. Kann ich den dem geben? Ja. Das ist was wert. Das will ich schon mitnehmen. Das ist nichts wert. Das will ich nicht mitnehmen. Und die beiden, komm, die sind eigentlich auch nichts wert. Das... kannst du auch behalten. Es ist ja nicht nötig, dass ich mich hier unnötig mit so einem Müll belaste. Das ist eigentlich auch nichts wert. Das ist viel wert. Das geht eigentlich. Jo. Lassen wir das mal für den Anfang. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal darauf, was wir hier halt so finden. Ich hoffe jetzt, dass da unten keine neuen sind. So, ich leg mal wieder vielleicht das in meine Magie. Und dann schauen wir doch mal, ob wir hier ums Eck gleich wieder neue Gegner finden. Oder ob das vielleicht was ganz anderes ist. Und dann gehen wir nach unten. Wir müssen ja ganz tief nach unten, soweit ich das weiß. In die Lavatunnel. Und das kann sich ja über mehr... Das kann sich ja über mehrere Etagen ziehen. Wollte ich gerade sagen. Und ich darf die Dinger hier einfach nicht verlassen, weil hier es wirklich viel gibt, was quasi passieren kann. Also quasi diese ganzen Gegner, die werden alle neu. Sag mal, was habe ich denn gerade? Die werden alle neu gespawnt. Mal von diesen Meisterleuten abgesehen. Und insofern müssen wir da natürlich schon Vorsicht walten lassen. Ah. Ich bin gerade ein bisschen verschrocken, muss ich zugeben. Wie sieht's mit deiner Ladung aus? Die Ladung ist okay. Lädt sich gerade lustig auf. Und wir versuchen eben, so gut es geht, zurückzuschleichen und den Weg nach unten zu finden. So. Der müsste ja dort sein, genau. Wir können natürlich trotzdem probieren oder versuchen, dieses Stockwerk hier sauber zu machen. Ich mag sowas eigentlich.
so Stockwerke aufgeräumt zu haben. Weil ich mir eigentlich sicher bin, dass ich... Ah, der ist noch tot. Das ist toll. Ich lasse den vielleicht mal liegen. Vielleicht bleibt er dann auch noch ein Weilchen tot. Der da drüben, der ist ja noch nicht tot. Ich habe offensichtlich wirklich bloß den oben getötet. Und nicht den hier. Dann schauen wir doch mal. Der hat mich jetzt irgendwie verbrannt. So. Schwind Katana natürlich wieder. Der dürfte wieder ein Amulett dabei haben. Korrekt. Keine Ahnung, warum ich das mitnehme. Nein. Ach, kein Gegner. So, und dann schauen wir doch mal, ob wir hier vielleicht noch was mitnehmen können. Was Wertvolles. Ja, wertvoll ist es nicht. Parchment with Drawings. All cries are waking. Alle Rufe erwachen. Whitest white of all white. Blackest black of all blacks. Weiß ist das Weiß aller Weiße. Schwarz ist das Schwarz aller Schwarze. Shame and Sun. Schande und Sohn. Sun and Shadow. Sonne und Schatten. Stronger than gods. Brighter than mortals. Stärker als Götter. Heller als die Sterblichen. Only he is awake. Only he is alive. Nur er ist wach. Nur er ist am Leben. He knows the names and the naming. He knows the wait and the waiting. Er kennt den Namen und die Benennung. Er kennt das Warten und die... ja was. He enters into every star and moon. Er betritt jeden Stern und Mond. He shines through their shadows. Er scheint durch ihre Schatten. One shape, one spelling. Eine Form, ein Spruch. One wrath, one casting. Wrath weiß ich nicht. Ja, Carsten, dafür mir jetzt die passende Übersetzung. Egal. From darkness he is armed. Durch Dunkelheit, er ist bewaffnet. From light he is warded. Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Also von Licht, er ist irgendwas. He is all things. Drake, Leech, Theoman. Ich übersetze es einfach nicht mehr. On rivers of fire he comes forth. Through storms of dreams he rides. With slivers of steel, he pierces the heart. All spells, powers, curses, broken. Falsch betont, hier ist kein Komma. The chains are shattered. The scales fall away. I see you with my eye. And all is silence. I wake. I remember. Lord. Okay, da hat jemand offensichtlich... Kann ich das eigentlich mitnehmen? Kann ich. Will ich das mitnehmen? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Nehmen wir es mal mit, was soll das? Und das da, was wiegt das eigentlich? Das wiegt... Naja, nehmen wir es auch mal mit. Das ist eigentlich nichts wert. So. Ich wollte ja eigentlich hier das Fien... Katana nochmal anlegen. FFF. Da. Dann schleichen die mir hier mal weiter. Und ich überlege gerade, ob ich diesen... Ist da jemand? Und wenn da jemand ist... Ja, da ist ein Korpus-Typi. Ob ich den jetzt nicht einfach auch umlege. Wobei, auf der anderen Seite, es ist nicht nötig. Es ist echt nicht nötig. Was allerdings nötig ist, ist, dass wir jetzt endlich ein Stockwerk tiefer gehen. Und dann dort mal schauen, wie es dann weitergeht. So, aber das machen wir natürlich erstmal in der nächsten. Ich hoffe, ich denke daran. Ist ja egal, ne? Nächste Folge geht's durch diese Tür. Ich speichere mal kurz.